Ja, weil all Plastik, darin auch Lego, getaut ist das aus Petrol hergestellt. Und wie das geht, kann ich euch mit Lego erklären. Petrol ist eine Mischung von vielen Substanzen, die für das Mal musste sortiert gehen, für das man eine Substanz kriegen. Hol mal nun das Lego-Stück wie ein chemischer Baustein. Und die heißen Monomer. Monomer heißt auf Latinisch E-Stück. Wenn man viel der Stecker, der Monomeren tun, am D und E setzen, da kriegen wir eine lange Kette. Und die lange Kette heißt Polymer. Und ein Polymer ist auf Latinisch viel Stecker. Auf viel Lego-Stecker ohne Nähe setzen, das kennt also Mr. Science noch aus seiner Jugend, weil wir haben nicht mal Lego gespielt. Das Polymerkette ist selbst abgebaut wie Plastik. Wir haben richtige Plastik, das ist aber viel mehr klein, dass wir nicht mal bloß in den können sehen, und sind der Kette ganz, ganz viel. An meinem Experiment von heute probiere ich natürliche Plastik herzustellen, und das meine ich mit Milch und mit Essig. Für heute eine Reaktion zu kriegen, muss als Milch aber erst einmal erhitzt gehen. An der Milch sind Proteine. Wenn ich das erhitze und dann noch Essig dabei gehen, dann klumpen das zusammen und wir können Proteine isolieren. Mit Vollmilch klappt das Experiment am besten. Die 30 Sekunden dauert es, für ein Resultat zu kriegen, was sich natürlich weise lässt. Das, was rauskommt, das ist der Casein. Und da wird zum Beispiel auch Käse gemacht. Also ein Casein muss logisch nach Dröschne losgehen, was mir lang, was mir hart geht. Und heimander kann ich zum Beispiel ein Lego-Stück herstellen. Und für das muss aber noch ein bisschen geschafft gehen, für uns allem mit Schleifpapier geschlafen gehen. Und natürlich auch geschnitten. Also natürliche Plastik ist noch nicht allzu hart, dafür ist es auch mir einfach noch zu verschaffen. Mr. Science, hallo. Schaffen, nicht essen. So, mein Lego-Stick ist fertig. Und ich habe noch ein paar Punkten drauf gemalt, was ein bisschen mehr ausgesehen wie ein Lego-Stick. Früher gab beide Casein auch noch Formaldehyd dabei gemacht. Und Formaldehyd hat die ganze Plastik noch viel mehr hart gemacht. Wir wissen, dass der Formaldehyd giftig ist, lassen wir lieber mal davon anfangen. Also besser so. Übrigens, ihr habt vergessen, ihr müsst nicht unbedingt ein Lego-Stick herstellen, ihr könnt zum Beispiel auch eurer Freundin für Christtag einen Rang herstellen.